Moin Miro. Grüß dich. Ich bin jetzt für dich hier unterwegs in der Natur. Erst einmal gratuliere ich natürlich zu deinen Abonnenten, 350 Abonnenten. Hast du jetzt dazu dein Giveaway gestartet und da wollte ich jetzt auch mal mitmischen. Bevor ich jetzt überhaupt anfange, muss ich auf jeden Fall sagen, du hast eine total korrekte Art, total coole Art. Das hört man ja auch von vielen anderen Leuten, YouTubern. Und das kann ich eigentlich auch nur bestätigen, immer wieder interessant und vor allem angenehm, deine Videos anzuschauen. Und eigentlich bin ich ja nur der Messer-Raudi oder beziehungsweise der reine Messer-Raudi. Du hast ein paar Punkte mehr, wie zum Beispiel die Natur, finde ich natürlich auch sehr gut. Natur ist bei mir so eine Sache, ich wohne halt in der Stadt und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so oft die Zeit, um einfach rauszugehen. Aber immer wieder, wenn ich in der Natur bin, so wie heute zum Beispiel, merke ich immer wieder, dass das halt Spaß macht. Und das ist auch eine Geschichte von früher. Ich war früher sehr oft mit meinem Opa unterwegs, haben damals Maronen und so gesammelt. Und das hat mich wohl geprägt. Und wenn ich jetzt in der freien Natur bin, fühle ich mich einfach wohl. So wie jetzt gerade auch. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie zwischendurch mal mitbekommen hast. Ich komme ja aus der Aachener Gegend. In Düren eher gesagt. Und wir haben hier so einen Stadtpark. Und hier fließt natürlich die sogenannte Ruhr entlang, quer durch. Und das ist natürlich immer mal sehr schön, hier ganz nah dran zu sitzen. So wie jetzt hier, ne? Ich ziemlich nah dran. Ja, Miro, du hast ja drei Aufgaben gestellt, beziehungsweise drei Fragen gestellt. Die eine war, beziehungsweise das war die zweite, aber damit fange ich jetzt an, Wintergarten oder ob wir dieses Jahr irgendwas anpflanzen. Ich muss dazu sagen, das habe ich nicht, das mache ich nicht. Daher ist auch dieser Punkt abgehakt. Der zweite Punkt ist halt, lieber im Winter rausgehen oder im Sommer. Kann man so nicht sagen, das ist halt nach Lust und Laune und eigentlich mag ich es im Winter eher, um zu spazieren. Hier entlang ist dann schön frisch, kann man sich schön dick anziehen und hier sind auch die ganzen Spazierwege, Wanderwege, das macht schon sehr Spaß. Aber auch so wie jetzt im Winter, heute ist ja ein super Wetter angekündigt worden und das wollte ich mal direkt ausnutzen und ja, bei meinem Glück sogar hat es sogar funktioniert, dass das Wetter wirklich toll ist. Knapp 20 Grad. Meine Uhr zeigt irgendwas mit 24 Grad. Aber das ist natürlich auch die Körperwärme mit dabei und ich denke mal so gute 19 bis 20 Grad haben wir aktuell. Ja, und die dritte Frage, beziehungsweise das war ja dann doch die eigentliche Aufgabe, zumindest für mich. Mit der schwachen Hand Holz bearbeiten, sage ich jetzt mal, wie nennt man das nochmal, auffächern, genau, so nennt man das ja. Also ich muss sagen, ich habe damit sehr wenige Erfahrungen, nichtsdestotrotz möchte ich das versuchen und zwar kurz mal die Kamera einigermaßen hin positionieren. So, hast du alles im Bild, genau. Ich habe mal hier was vorbereitet, Holz, lag schon irgendwie ein bisschen rum, das ist totes Holz, auch denke ich mal gut durchgetrocknet und aktuell mache ich auch mit bei dem Pass Around zum Enzo. Das ist ja hier die Version mit 12C27er Flachschliff mit den Mikate-Griffschalen. Und dann habe ich hier noch das gleiche, nur mit dem X550CR MO14er Stahl-Scandi-Schliff. Und das ist ja mein eigenes und jetzt treten die so gesehen immer wieder gegeneinander und das möchte ich jetzt mal so miteinander kombinieren. Ich versuche es einmal mit diesem hier, mit dem Flachschliff, mit dem 12C27, mit dem höherwertigen Stahl und danach hier mit dem Enzo, mit dem Scandi-Schliff, wobei ich aber im Vorfeld fast schon sagen kann, der hier wird besser abschneiden wegen dem Scandi-Schliff. Gut, ich probiere es einmal, nicht lachen. So, absolut nicht mein Ding, aber ich versuche es trotzdem, ich hoffe alles, ich kann alles einfangen in die Kamera. Also ich kann es noch nicht mal mit rechts, da muss ich es auch noch mit links machen, nee, das geht mal gar nicht.
So bescheiden sieht das Ergebnis aus. Aber ich muss sagen, das Messer, doch, das geht einiges. Da geht einiges. Müsste ich mal mit rechts probieren, wie das klappt. Ja, natürlich habe ich dann da deutlich besser Führung des Messers. Also, aber ich denke mal auch rechts, mit rechts, mit der rechten Hand funktioniert das nicht. Das Ganze dann mal mit dem Scandi-Schliff. Ja, klar. Wie vorher gesagt, der Scandi-Schliff beißt sich natürlich extremst durch. Das Ergebnis wird zwar trotzdem miserabel sein, aber ich stelle mal dann doch besser als mit dem anderen Messer, mit dem Flachschliff und dann mit rechts. Also ich hoffe, ich mache das richtig zumindest, ne? Gut, so viel zu der Aufgabe. Also ich merke immer wieder, da stelle ich mich ein bisschen blöd an. Ja, übrigens ist das die erste Videoaufnahme im Freien. Sonst mache ich das ja oft zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und ja, ist schon ein bisschen ungewohnt. Schlimm nicht, weil ich hier doch ein bisschen abseits bin. Eben stand eine nette Dame hinter mir, hat geguckt, was ich hier mache, mit wem ich hier rede. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Ich meine, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ja, Miro, ich werde es mir jetzt hier ein bisschen gehen lassen. Gut gehen lassen, mir die Vögel ein bisschen anhören. Ich hoffe, du kriegst das auch noch ein bisschen mit. Natürlich werde ich auch mit dem Messer ein bisschen hier rumspielen, ein paar Fotos machen und vielleicht tue ich sogar zum Abschluss als Video da rein. Nochmal vielen Dank für das Giveaway und dir weiterhin alles Gute. Bleib so, wie du bist. Auf jeden Fall sehr coole Art. Und wir lesen uns, wir schreiben uns. Lass es dir gut gehen und dann schöne, ja, Furia sage ich jetzt schon mal, ne? Schönes Wetter auf jeden Fall. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao.